Deine Zukunft in meinen Händen. Eine German Literature Fanfiction von Farrah Otix. Kapitel 10. Herr Hoke sah mehr als nur zufrieden aus. Eine wirklich gute Frage! Mit einem mehr als nur passenden Beispiel. Ja, die Frage nach den Zeitreisen. Sie ist wahrscheinlich so alt wie die Wissenschaft. Vielleicht sogar die Menschheit selbst. Du hast recht, Maurice. Mit der Viele-Welten-Theorie lässt sich so ein Szenario tatsächlich durchspielen, ohne auf eine Rückkopplung zu stoßen, die zu einem Zeitparadoxon führt. Er wandte sich wieder der ganzen Klasse zu. Stellen wir uns einmal vor, wir könnten aus unserer jetzigen Zeit einen Brief zurückschicken. Vielleicht dann, ja, sagen wir doch an uns selbst vor einem Jahr. Bestimmt könnt ihr euch dann auch an etwas erinnern, was nicht so verlaufen ist, wie es sollte. Eine verschwitzte Arbeit zum Beispiel, eine ungünstige Bemerkung zu euren Freunden oder Bekannten, die euch bis heute ärgert. Würdet ihr nun schreiben, dass euer vergangenes Ich diesen Fehler nicht machen darf, dann könnte das dazu führen, dass eine Zeitschleife entsteht, in der ihr den Brief plötzlich nicht mehr verfassen müsst, weil der Grund dafür nicht länger existiert. Doch woher weiß dann euer vergangenes Ich, was es tun soll, wenn der Brief nicht länger existiert? Oder noch schlimmer, vielleicht löscht ihr euch mit einer weitreichenderen Zeitreise selbst aus. Was dann? Es war unglaublich. Genau das hatte ich auch gedacht, was passieren müsste. Aber mit der Viele-Welten-Theorie. Aber mit der Viele-Welten-Theorie entsteht dann einfach eine eigene Zeitlinie, die die Zukunft nicht beeinflusst, aus welcher der Brief kommt. Doch hat sich erst einmal eine solche neue Welt abgespalten, kann man nicht länger auf sie zugreifen. Man könnte quasi nur einen einzigen Brief schicken. Danach nie wieder, weil es nicht länger in derselben Zeitlinie liegt. Könnt ihr mir noch folgen? Ich sah ein paar Schüler nicken, andere schüttelten den Kopf. Aber für mich machte plötzlich alles einen Sinn. So musste es passiert sein. Eine Weile versuchte Herr Hoke noch durch Skizzen seiner Ausführungen für diejenigen zu erklären, die gedanklich nicht hinterhergekommen waren. Die Zeit war dabei eine gerade Linie, die von unten, der Vergangenheit, an der Tafel nach oben, der Zukunft, verlief. So simpel sah es ohne die Viele-Welten-Theorie aus. Dann kringelte er aber einen weiteren kleinen Abschnitt davon ein und bezeichnete diesen Moment als denjenigen, an dem wir von unserem zukünftigen Ich, an der Oberkante der Tafel, den Brief bekommen hatten. Hier machen wir nun etwas anders. Wir schreiben eine bessere Note zum Beispiel, weil wir, wie gewünscht, früher mit Lernen angefangen. Und zack, schon hat sich eine neue Zukunft abgespalten. Der Lehrer zog einen weiteren Strich von dem Kringel schräg nach oben bis auf die Höhe des anderen, sodass die Zeichnung nun einem etwas windschiefen Y glich. Soweit, so gut. Alle konnten wieder folgen. Herr Hoke nahm jetzt einen Stift zur Hand. Zeitreisen funktionieren theoretisch nur in folgende Richtung. Vor oder zurück. Nicht beides gleichzeitig. Von hier unten könnten wir zwar beide Zukünfte bereisen, aber niemals von hier oben, er tippte auf das Ende ohne Brief, nach dort. Jetzt das Ende mit Brief. Denn das würde zwei Reisen enthalten. Erst das Stück bis zur Kreuzung zurück und dann plötzlich wieder nach vorne. So verhält es sich mit allen Dingen, die durch die Zeit geschickt werden sollen. Menschen, Briefe, Katzen. Er zwinkerte uns zu und zeichnete auf einmal noch ganz viele weitere Striche an die beiden Linien, bis sie aussahen wie ein stark verzweigter, laubloser Ast. Und das ist auch der Grund, warum niemand die Zukunft vorhersagen kann. Es gibt über 1000 mögliche Zukünfte, die man von ganz hier unten erreichen kann. Also, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, wenn ihr demnächst wieder euer Horoskop in der Zeitung lest. Aber nochmal zurück zu... Die Schulglocke läutete und riss mich völlig aus meiner hochinteressierten Haltung. Der Mann zuckte mit den Schultern. Na gut, dann in der nächsten Stunde. Schönen Tag euch noch. Schon vorbei? Schade, es war gerade erstaunlich spannend geworden. Seufzend packte ich meine Tasche ein, als ich ein kräftiges Paar Hände von hinten auf meine Schultern legte und mich festhält. Ich erschrak und wirbelte zu Micha und Alina herum, die sich neben meinem Tisch aufgebaut hatten und mich leicht entgeistert anstarrten. Was war das eben bitte für eine Frage? Kapitel 11. Was? Quiekte ich auf. Du stellst doch sonst nie Fragen in Ethik. Warum ausgerechnet jetzt und ausgerechnet sowas? Drängte Alina mich weiter. Ich schluckte nervös. War es zu offensichtlich gewesen? Nein, eigentlich
Ich meine, es musste ihr doch vollkommen verrückt vorkommen. Zeitreisen. Ich hätte es ihr selbst nicht geglaubt, wären nicht so viele der Vorhersagen zugetroffen. Das war doch nur so. Nur ein Beispiel. Ich hab da nämlich gestern so einen Film gesehen, in dem das genauso ablief. Elle wirkte nicht überzeugt. Dafür sprang jetzt Micha an ihrer Stelle ein. Sicher. Du sahst aber wirklich sehr nachdenklich aus. Wenn es etwas gibt, das dir auf dem Herzen liegt, dann sag es uns ruhig. Wir sind doch Kumpels und hauen uns nicht gegenseitig in die Pfanne. Sein Lächeln dabei wirkte allerdings gezwungen, als wartete er anstatt einer Antwort auf sein Schuldurteil. Ich schüttelte den Kopf. Nein, es ist wirklich nichts. Hast du vielleicht einen Brief aus der Zukunft bekommen, Maurice? Nein, das wäre doch vollkommen wahnsinnig, beharrte ich zunehmend ängstlich auf meiner Meinung. Jedenfalls so lange, bis Elle schief lächelnd einen zerknitterten Umschlag aus ihrer Tasche zog, ebenfalls knallgelb und ohne Absender. Und was, wenn ich dir jetzt sage, dass ich einen bekommen habe? Er ist echt. Hundertprozentig. Alles, was drin stand, ist wahr geworden. Mir klappte der Mund auf. Sie hatte auch einen bekommen? Das war unglaublich. Und es hieß, dass ich mich ihr mit meinen Briefen auch anvertrauen konnte. Und Micha ebenfalls. Erleichtert lachte ich auf. Dann ist gut. Ich hatte nur Angst, dass ihr mir nicht glauben würdet und mich für verrückt haltet. Auf dem Weg nach draußen auf dem Pausenhof überflog ich ihren Brief, während sie meinen von heute studierte. Alinas Brief war für den letzten Donnerstag adressiert, umfasste aber auch noch den Freitag von heute. Von einem abgesagten Termin hatte ihr zukünftiges Ich geschrieben, dass sie es nicht zu ihrem Kickbox-Training schaffen würde, weil ihre Eltern zu spät nach Hause kamen, der Geschichtsarbeit, dass sie in Ethik gut aufpassen solle und natürlich von Manuel, auch unseren neuen Mitschüler. Aber auch davon, ihn nett zu behandeln und in die Gruppe zu integrieren. Verwundert schaute ich auf. »Warum hast du nichts getan, als Micha ihn verscheucht hat?« fragte ich sie, doch sie zuckte nur mit den Schultern. Da hatte ich noch geglaubt, dass der Brief einfach ein schlechter Scherz ist. Und als du plötzlich so ausgeflippt bist, hatte ich die Vermutung bekommen, dass du auch eingeweiht bist. Aber da war es auch schon zu spät gewesen. Und hast du nur den einen Brief bekommen? Sie schaute mich spöttisch an. Ja, natürlich. Hast du eben etwa doch nicht aufgepasst? Man kann nur einen Brief schicken. Danach kommen sie nicht mehr in unserer Welt an. Ich widersprach ihr. Nicht, wenn man sie alle auf einmal schickt. Ich habe zu Hause eine ganze Sammlung liegen. Sie reichen bis September. Ist ja schön und gut, knurrte Michael plötzlich und schob sich zwischen uns. Aber mich nervt dieser Zukunftshokuspokus schon jetzt tierisch. Ich kann den Kerl nicht leiden, darin endet auch 100 Botschaften aus der Zukunft nichts. Wie vom Donner gerührt, schwieg ich und stolperte vor Überraschung beinahe noch über meine eigenen Füße. Was war jetzt schon wieder mit ihm los? Alina ließ sich ein Stück zu mir zurückfallen und flüsterte. Er ist neidisch. Sein zukünftiges Ich hat ihm nichts geschrieben. Dabei wollte er ja immer wissen, ob er später ein erfolgreicher YouTuber werden würde. Gib ihm einfach ein paar Tage und er wird sich wieder fangen. Armer Michael. Hätte er einen Brief bekommen, wäre sicherlich alles sehr viel besser gelaufen. Er hätte Manuel nicht geschubst, wir hätten ihn in die Gruppe aufnehmen können und vielleicht damit schon seine gesamte Zukunft verändert. Aber so würden wir beiden ihn wohl ein wenig an die Hand nehmen müssen, um ihm klarzumachen, dass laut unseren älteren Ichs ein Menschenleben an unseren Entscheidungen hing. Kapitel 12. Am Abend lag ich noch eine Weile wach und starrte an die Zimmerdecke über mir. Nur ein Brief. Aber ich hatte mehrere bekommen. Halt alle auf einmal. Aber hieß nur ein Brief, eventuell einfach, dass nur ein einziges Mal Briefe verschickt werden durften. Es würde laut Herrn Hoke Sinn machen. Dann bedeutete das... Das hieß, Alina und ich hatten unsere Briefe zusammen abgeschickt. Wir würden in 10 Jahren noch einmal zusammenkommen, um sicherzugehen, dass die Botschaften gleichzeitig und in derselben Vergangenheit ankamen. Und Erik und Olli mussten auch dabei gewesen sein. Ich hatte sie vorsichtig nach der Schule darauf angesprochen
und sie hatten sofort zugegeben, ebenfalls einen Brief bekommen zu haben. Jedoch wie Alina nur einen einzigen und nicht einmal halb so ausführlich wie meine. Es schien, als wäre tatsächlich ich derjenige, der Manuel am Ende retten musste. Die anderen sollten nur auf ihn Acht geben. Sie hatten auch nicht davon gewusst, dass es in gerade mal 3 Monaten zu spät für uns sein würde. Der Schock war dementsprechend groß gewesen. Sogar bei Micha, der seine Gefühle nicht wie sonst hatte überspielen können. Aber dafür waren wir uns jetzt alle einer Meinung. Manuel musste in unsere Gruppe aufgenommen werden. Wir würden nett zu ihm sein, versuchen, ihn besser kennenzulernen, den Grund für sein Ableben herauszufinden und ihn verhindern. Und natürlich würden wir uns anstrengen, damit wir ihn schon bald als unseren Freund bezeichnen konnten. Auch wenn Micha hier sehr stark genörgelt hatte. Aber ein böser Blick von Elle hatte zum Glück schon gereicht, damit er schließlich doch zusagte. Langsam driftete ich davon ab und schlief ein, ohne es wirklich zu bemerken. Meine Träume diese Nacht waren wirr, voller Briefe, die meinem Pfad säumten, egal wohin ich ging. Fahrräder und Schulbusse, die mich streiften und um mein Haar von den Füßen rissen, so knapp wie sie an mir vorbeifuhren. Irgendwann traf ich in dem ganzen Chaos der Manuel. Doch als ich ihn davon überzeugen wollte, dass er dringend mitbekommen müsse, um seinem Schicksal zu entrennen, lächelte er nur mit seelenlosen Augen und hauchte: Aber ich bin schon verloren. So spät. Am nächsten Morgen erinnerte ich mich zum Glück an nichts mehr davon. Maurice! Maurice, guck doch da! Ich folgte der Richtung, die Elle mir aufgeregt und mit leuchtenden Augen zeigte, und spürte mein Herz einen unerwarteten Hüpfer machen. Da war Manuel! Er war die ersten 2 Schulstunden nicht hier gewesen, doch jetzt saß er mit dem Rücken zu uns auf den Treppen zur Sporthalle und schaute einer Gruppe 11-Klässler zu, die ihre Frühstückspause für ein Basketballspiel auf der Freianlage nutzten. Er sah verloren aus, wie er da ganz alleine hockte. Aber er war es eindeutig, ohne jeden Zweifel. Bevor ich mich umentscheiden konnte, hatte ich bereits alles stehen und liegen lassen und lief hastig auf den blassen Jungen zu. Er bemerkte mich gar nicht. Erst als ich etwas außer Atem hinter ihm stand und »Manuel! Schön, dass du wieder da bist!« haspelte. Er drehte sich ruckartig um und schaute mich etwas ängstlich an, wodurch eine nervöse Stimme in meinem Kopf begann, mir Vorwürfe zu machen. Hatte ich ihn sehr erschreckt? Hätte ich mich besser zu ihm setzen sollen? Früher auf mich aufmerksam machen vielleicht? Lieber erst einmal einen guten Morgen wünschen? Die ganze Zeit hatte ich gehofft, er würde endlich wiederkommen, doch jetzt merkte ich erst, wie schwer das tatsächlich war. Jede Bemerkung und jede Tat hatte eine direkte Auswirkung auf die Zukunft. Auf den 12. September. Was, wenn ich die falschen Entscheidungen traf und versehentlich den Weg in eine Welt öffnete, in der ich trotz genauer Anweisungen scheiterte? Das Leben war nicht so einfach wie die Multiple-Choice-Videospiele, deren Ausgänge beängstigend leicht zu erahnen waren. Hi, Maurice, antwortete Manuel endlich ein wenig erleichtert, warf aber trotzdem weiterhin nervöse Blicke um sich. Was jetzt? So weit hatte ich gar nicht gedacht. Etwas peinlich berührt stand ich noch kurz vor ihm, ehe ich mich neben ihn setzte und beschloss, einfach mit der Tür ins Haus zu fallen. Ich habe über deine Frage nachgedacht und ich würde gerne mit dir befreundet sein. Seine tiefgrünen Augen weiteten sich. Wie? Wirklich? Wollte er sich versichern und ich nickte eifrig und bemüht lächelnd, obwohl ich fürchtete vor Aufregung beinahe zu platzen. Aber so schnell, wie es aufgetaucht war, so schnell verschwand das glückliche Funkeln auch in seinem Blick wieder. Und er zog seine Beine näher an seinen mageren Körper. »Naja, ich glaube, das wäre deinen anderen Freunden sicher nicht so recht. Ich will euch nicht im Weg stehen. Du kennst sie schließlich schon länger als mich.« Er sagte es nicht traurig oder als wäre er auf Mitleid aus. Nur daran, dass er jetzt vehement geradeaus starrte, anstatt mich anzusehen, merkte ich, wie nahe ihm das Angebot doch ging. Insgeheim hoffte er bestimmt trotzdem, dass er zu uns gehören durfte. Und nichts anderes hatte ich vor. Nein, du stehst uns nicht im Weg. Sie wollen dich auch besser kennenlernen. Kommst du mit zu uns? Bat ich ihn, und tatsächlich nestelte er jetzt an seinem Ranzen herum, bereit, um gleich mit seinen Sachen zu uns zu gehen. Aber noch immer hielt ihn etwas auf. Und was ist mit dem Großen? Er war letzte Woche gar nicht erfreut, mich zu sehen. Micha? Der wird dir nichts mehr tun, versprochen. Er wird sich auch bei dir entschuldigen. Endlich sah Manuel überzeugt genug aus. Er rappelte sich auf, strich sich seinen weiten Pullover glatt und folgte mir dann. Bereits jetzt sah er ein klein wenig hoffnungsvoller aus. Vielen Dank, Maurice. Das bedeutet mir echt viel.
Kapitel 13. Wie gewünscht reagierten alle herzlich auf den Neuen in unserem Kreis. Sogar Michael rang sich zu einem Lächeln und einem Gruß durch. Und als ich ihn immer noch scharf ansah, entlockte ich ihm noch eine Entschuldigung für sein Handeln vom letzten Donnerstag. Manuel wusste unterdessen gar nicht, wohin er voller Verlegenheit sehen sollte. »So, Zeit für eine Vorstellrunde«, verkündete Alina begeistert. »Ich bin Alina, du kannst auch kurz L zu mir sagen. Und wenn dir jemand doof kommt, sag einfach, dass du mein Kumpel bist. Das sollte reichen, um sie abzuschrecken.« Manuel lachte auf. »Werde ich mir merken. Dankeschön.« »Bei mir funktioniert das genauso«, zog Olli Roche nach. »Ich bin zwar nicht in deiner Klasse, aber ich helfe dir auch gerne. Oliver oder Olli für Freunde.« »Moin, Erik.« Der Rotschopf schüttelte Manuel sogar umgänglich die Hand. »Er ist der Beste, wenn es um Technik geht«, schwärmte Al, als Erik sich nicht von selbst erklärte, und Manuel nickte anerkennend. »Das ist gut zu wissen.« »Michael, fiel der Vorstellungsteil meines besten Freundes aus. Noch kürzer als Eriks, aber immerhin sah er nicht mal so aus, als wünsche er dem Neuen die Kratzer an den Hals. Schätze, jetzt war ich an der Reihe.« »Mich kennst du ja schon etwas«, murmelte ich zögerlich. »Ich bin Maurice und wenn du bei irgendetwas Hilfe brauchst, dann sag mir Bescheid. Ich helfe gerne.« »Und vergiss dabei auch ab und zu mal komplett dich selbst«, fiel Olli kopfschüttelnd ein, aber er grinste sofort wieder breit, wie sonst, um seinen Wörtern ein Gewicht zu nehmen. Manuel schaute trotzdem nachdenklich drein, bevor er dann sich selbst vorstellte. »Ich bin der Manuel, und ich freue mich riesig, hier endlich guten Anschluss gefunden zu haben. Ich hatte in Essen an der Schule kaum Freunde, aber ich hoffe, mit euch werde ich mich besser verstehen.« »Können wir Manus zu dir sagen?«, fragte Al, und nach kurzem Überlegen nickte der Brünett eifrig. Sein Blick wanderte zu mir und öffnete seinen Mund, doch bevor er etwas sagen konnte, ertönte schon die Schulklingel und wir mussten uns zur nächsten Stunde sputen. Ich war echt glücklich, wie gut Manu in unsere Gruppe passte. So konnten wir auch gut zu fünft auf ihn aufpassen, und es blieb nicht alles alleine an mir und meinen Taten hängen, wie ich es die ganze Zeit heimlich befürchtet hatte. Wir alle zusammen würden das schon schaffen. Ganz bestimmt. Im Klassenraum angekommen, lehnte sich Manu dann zu mir hinüber und offenbarte, was er mir noch hatte sagen wollen. Aber wobei er unterbrochen worden war und was ich ehrlich gesagt schon beinahe wieder vergessen hatte. »Maurice? Sag mal, hast du keinen Spitznamen?« Ich runzelte die Stirn. »Nein, habe ich nicht. Aber das ist schon okay. Aber alle aus der Gruppe haben einen.« »Erik hat auch keinen«, erinnerte ich Manu mit roten Wangen. Wieso machte er sich ausgerechnet über diese für mich belanglos scheinende Sache so viele Gedanken? Er wog abschätzend seinen Kopf kurz hin und her. »Ja, aber Erik ist doch schon ein kurzer Name. Und deiner ist halt etwas umständlicher.« »Warum hast du keinen?« Ich begann darüber nur zu überlegen. Tatsächlich hatte ich einfach nur nie einen bekommen. Und jetzt gerade fiel mir nichts Offensichtliches ein, was passen könnte. Verkürzungen hörten sich alle sehr seltsam an. Mauri zum Beispiel. Dann blieb ich doch lieber bei meinem unstämmlichen Namen, wie alle anderen, die mit mir reden. »Ich glaube, für mich gibt es einfach keinen.« »Unsinn«, beharrte Manuel immer aufgeregter. »Jeder hat einen Spitznamen verdient und für jeden gibt es auch irgendeinen guten. Lasst es mich versuchen, okay?« »Na gut, wie er wollte.« Ich nickte und Manu zog seinen Block heran, schrieb groß Maurice in die Mitte und fing an zu brainstormen. Eine knappe Minute lang war Stille zwischen uns beiden. Zweimal gab er nur ein leises, nachdenkliches »Hm« von sich, und ich war mir bereits sicher, er würde zum selben Ergebnis kommen wie ich, als er plötzlich fragte: »Wie hast du mit Nachnamen?« »Dodoma«, antwortete ich wie aus der Pistole geschossen und sah ihn lächeln. »Und zufällig auch einen Zweitnamen?« »Ja, den hatte ich. Aber ich mochte ihn nicht und schämte mich jedes Mal, wenn ich ihn preisgeben musste. Auch jetzt wieder, doch ich überwand mich schließlich.« »David.« »Schöner Name«, meinte Manu lächelnd und schrieb David Dormer noch auf das Blatt dazu. Abwartend schaute ich abwechselnd zu ihm hoch und zurück auf den Block. Wartete. Dann hörte ich ihn scharf Luft einziehen. »Ich hab's!« Es war zum Glück noch keine Lehrerin da und die übliche Lautstärke herrschte im Raum, weshalb sich nur wenige verwirrt zu uns umdrehten. Manu wurde automatisch leiser. »Ich hab's! Warte!«
Er kringelte Teile meines Namens ein und schrieb sie dann noch einmal vom Rest getrennt darunter. Da. Mao-da-do. Mao-da-do. Und kurz könnte man nur Dado sagen. Wie findest du das? Ich war ehrlich überrascht. Niemals hätte ich es für möglich gehalten, dass er die Sache einerseits so ernst nahm und nicht schon nach wenigen Sekunden aufgab, sondern auch noch so einen guten Vorschlag landete. Das wäre toll, gestand ich Manu lächelnd und er atmete erleichtert auf. Dann werde ich dich jetzt immer Dado nennen. Siehst du, auch zu dir passt ein Spitzname. Und das macht gleich viel glücklicher. Dankeschön, Manu. Doch als ich einen flüchtigen Blick an ihm vorbeiriskierte, sah ich, wie Micha uns beobachtete. Und sein Blick sprach Bände.